Blitzlichtgewitter in New York. Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour ist nur einer der vielen Stars bei der diesjährigen Costume Institute Gala im Metropolitan Museum. Die Promi-Welt gibt sich ein Stelldichein zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung mit rauschenden Roben und rauschender Stimmung. In diesem Jahr findet die Gala zu Ehren von Modestar Alexander McQueen statt, ein Jahr nach seinem Selbstmord. Er steht für den Geist eines bestimmten Englands, eine englische Exzentrik, immer mit einem Einschlag ins Makabre. Wir wollen wie er über das reine Produkt hinausgehen und dem Publikum eine Geschichte erzählen. Als ich jung war, habe ich meiner Mutter immer gesagt, dass ich die Tochter von Alexander McQueen sein wollte. Auf dem roten Teppich sind auch Anna Dello Rosso von der japanischen Vogue, Model Naomi Campbell oder Sarah Jessica Parker. Seine Liebe zu Geschichte und Architektur und Poesie und Literatur und Kunst und Leuten und Tieren, zu Königshäusern und zum gewöhnlichen Volk, war einfach immer erkennbar in seiner erstklassigen Arbeit. Eine Arbeit, die im Metropolitan Museum nun auch in einer Ausstellung zu bewundern ist, in ihrer ganzen Pracht. McQueen wollte, dass man sich an ihn erinnert, durch eine neue Silhouette wie beim New Look von Dior. Mit den Bumsterhosen hat er den Oberkörper gestreckt und die Beine verkürzt. Das ist seine Erfindung. McQueen sagte selbst, dass er den Frauen Macht geben wollte, auf die Gefahr hin, sie gruselig erscheinen zu lassen. Savage Beauty, wilde Schönheit, heißt die Ausstellung in New York passend dazu. Sie ist noch bis Ende Juli im Metropolitan Museum zu sehen.